Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in unserem kleinen Dorf im Oxbo. Aufpassen nicht, dass wir die Tür irgendwo vor den Kusch kriegen. Wie ihr hier oben seht, 8 von 11 Tauben habe ich schon geschossen auf dem Weg nach Hause gestern. Wir werden heute auf alle Fälle nochmal rüber nach Klonika gehen. Und schauen, wir brauchen ja immer noch 3 Männlein und 3 Weiblein. Für unsere neuen Häuser. So, wir nehmen auch nochmal etwas zum Verkaufen mit. Und zwar, da drüben wird es... Aber wir nehmen mal ein paar so eine Bierflaschen mit, denke ich mir. Dann nehme ich mal... Wie viel kann man denn mitnehmen? 100 Stück nehme ich mal mit. Gut. Dann nehme ich mit diesen Bogen, den nehme ich auch mit, oder? Der bringt immer noch ein bisschen Geld. Den nehmen wir mit. Bretter haben wir 41. Da können wir ja in den Dings gehen und können in der Dienstleistung und können im Bauschuppen Bescheid geben, was die hier zu machen haben. So einfache Section. Wir wollten ja mal schauen. Moment. Dann nehme ich auch noch mal welche mit. 44, 45, da haben wir noch 100 auf Lager. So, was haben wir denn noch Schönes? Eisenhacken. Haben wir auch einen Haufen drin. Muss ich das Nest mal mitnehmen. Da kann ich ja gar nicht so viel mitnehmen. Was wiegt denn das so ein Ding? 2 Kilo. Ich habe noch... 8 Kilo frei, also nehme ich mal mit. 4 Stück. Keine 21, wo bin ich denn hingeraten? 4 Stück wollte ich mit. Gut, alles klar, das hätten wir jetzt schon mal. Und jetzt gehen wir nochmal in unsere Verwaltung. So, jetzt können wir nämlich die Häuser reparieren lassen. Dienstleistung. F. So, da gehen wir in die Bauhütte. So, dann seine Hütte hat er fertig. Gut, alles klar. F. Das kann man reparieren. Das kann man reparieren. Ja. Nochmal ein einfaches Haus kann man reparieren. Der Pferch. So. Und ein Feldschuppen ist auch kaputt. So, das lassen wir jetzt alles reparieren. So, und wir gehen jetzt rüber nach Klonika. Da besorgen wir uns noch ein paar Leute. Damit wir unsere Häuser besetzen und unsere Arbeitsplätze noch besetzen können. Beziehungsweise werde ich auch noch ein paar Arbeitsplätze schaffen müssen. Gut, wir gehen jetzt nach Klonika. Jetzt müssen wir aber auch wieder aufpassen. Das ist ganz gefährliches Gebiet jetzt. Sind hier Wölfe und die wilden Eber wieder unterwegs. Also ich bleibe jetzt auch mal bei Pfeil und Bogen. Und ich werde das mit den Ebern und den Wölfen, wenn der Tag zur Neige geht, wenn wir auf dem Nachhauseweg sind, werde ich da ein paar schießen, denke ich mir. Jetzt haben wir sowieso keinen Platz mehr am Rucksack. Das ist alles voll. Fleisch kann man da keins reinpacken. So. Wir gehen erstmal rüber nach... Da stehen sie hier. Die Hornträger, die Geweihträger. Ja, ja, ihr kommt doch noch dran. Keine Angst, keine Angst. Ich sag's mal so, ihr erlebt den Abend nicht mehr. So, hier war halt auch mal immer was gelegen. Ist hier noch was? Am Wasser? Nee, sieht nicht so aus. Da ist nichts heute. Gut, wir gehen rüber nach Klonika. Und aufpassen, wir brauchen noch 3 Tauben. So, deswegen nehmen wir gleich mal den Bogen in der Hand. Nämlich hier vorne, denke ich mir, werden uns schon die ersten um die Ohren fliegen. Da oben fliegt schon einer. Oder ist das eine Krähe? Aber wir wissen doch, wo wir Tauben finden. Ich denk's, dass wir welche finden. Oh, jetzt haben wir hoffentlich aufgepasst. Da hat schon der erste gesessen. Und da hinten, das ist das eine Taube oder ist das eine Krähe?
Was ich jetzt wieder von Glück habe, ist das bestimmt eine Krähe. Eisenpfeil. Das ist eine Krähe. Garantiert. Ja, das war eine Krähe. Es hat uns keine Taube abgezogen. Gut. Denn hier sind ja eigentlich die Taubenschläge. Und bei den Taubenschlägen müssten wir ja auch Tauben finden. So, jetzt gehen wir erstmal hier was verkaufen. So, das schauen wir doch gleich mal. Und zwar hat unsere Kollegin, halt hier hinten, der Jäger, den verkaufen wir gleich mal was. Chipper, zeig mir deine Ware. So, der hat 1496. Den wollten wir auf alle Fälle mal diesen Bogen verkaufen. F. So, dann habe ich doch bestimmt noch eine Hose oder sowas einstecken. Den Hafer und das Haferkorn habe ich zu Hause auch nicht rausgeräumt. Ihr Schlauchmütze. Hier. F, EF. Zwei Stück kannst du davon gebrauchen. Damit der eine für den Frühling und eine für den Winter. Die zwei Stöcke kriegst du auch. Den Weizen, den kann ich hier auch verkaufen. Ja. Den spittel ich alles auf. Was haben wir denn noch? Den Holzstamm, den verkaufe ich dir auch. So, dann habe ich gebratenes Fleisch. So, alles klar. Und hier gebratenes Fischfilet, kriegst du auch noch eins. Und das soll es gewesen sein. Einfache Säckchen kannst du es mir nicht mehr abkaufen. Breitbegerig oder hier so eine Bierflasche. Die kriegst du auch noch, alles klar. Jetzt kannst du deiner Wege ziehen. Leb wohl, mein Freund. Leb wohl. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir auch noch mit. Zeig mir deine Ware. Die haben ja hüben mehr Geld als in Klonika. 45 einfache Säckchen. Gut. So, dann habe ich noch. Moment. Schlauchmütze habe ich noch. F. Jetzt kannst du noch ein paar Schuhe abkaufen. So, und das sollte jetzt erstmal gewesen. Ich habe da auch noch Federn. 90 Federn. Von meinen Tauben schießen. Gut, alles klar. Ja, mach's gut. So, jetzt gehen wir mal hier vor. Vorne an dem Lager. Da rennen ja fliegen ja meistens. Tauben rum, beziehungsweise hier hinten ist ja auch noch so ein Taubenschlag. Könnte man ja auch mal noch schauen. Ob da noch die eine oder andere Taube geflogen kommt. Ne, das habe ich schon gedacht, das war eine Taube, aber das ist keine Taube. Das ist Gras. Aber das ist meistens so. Aber das kennen wir ja. Aber ich denke mal, hinten beim über die Brücke, da finden wir auf alle Fälle Tauben. Oder auch nicht. Doch, da ist dort vorne jetzt schon der erste. Da ist eine Taube. Der das, die Nummer 9. Die halten wir auch gleich. Die nehmen wir gleich wieder auseinander. So, wen haben wir denn hier drüben? Oh, hier haben wir doch mal ein paar Männer. 1, 2, oh ja, da können wir doch gleich mal gucken, wer hier alles da ist. Das Mädel ist sie, oh, die ist 27. 27 ist die. Der junge Mann hier ist 21. Der junge Mann,
19. Der ist 25. Die ist 30. Der ist 28. Die zwei könnten wir schon mal mitnehmen. Genau. How are you? Der ist 28. Neue Siedlung. Großartig, sehen wir uns dort. Und das Mädel, die Boguwola, die ist 30. Die können wir mitnehmen. How is life treating you? Ja, ja, finde neue Siedlung, alles klar. Sehen wir uns dort. So, jetzt müssen wir mal schauen, den ich von euch noch mitnehme hier. Die müssen ja auch altersmäßig etwas zusammenpassen. So, das Mädel ist 27. Das sind ja alles junge Hüpfer hier. 21, der ist 19. Die ist 25. Ja gut, die sollten nicht mehr als 10 Jahre auseinander sein. Da geht das doch. Das kann man schon machen. Also, sehen wir uns dort. Großartig, sehen wir uns dort. Sehen wir uns dort. Den nochmal Ahmed. Sehen wir uns dort. Komm, und dich, Letzte. Das Mädel nochmal auch noch mit. Sehen wir uns dort. Perfekt, jetzt haben wir aber hier hinten abgeräumt. Jetzt ist keine mehr da. Kein junger Mann, keine junge Frau ist mehr da. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch die letzten zwei. Und ist eine hier hinten rumgeflattert. Eine Taube. Da hinten sitzt eine Taube. Die hat's erwischt. Und da ist er. Noch eine brauchen wir. Dann haben wir unser Ziel auch erreicht. Dann müssen wir zu Hause sehen, wie wir unsere Leute alle unterkriegen und wo wir die alle einstellen werden. Auf alle Fälle können wir noch in der Landwirtschaft einige gebrauchen. In der Jagd brauche ich, glaube ich, auch noch jemand. So, eine Taube brauchen wir noch. Eine einzige Taube. Hintenrum sind wir eigentlich noch gar nicht gelaufen, wisst ihr das? Hier hinten haben sie auch einen Haufen Bäume gefällt. Was ist das? Der Fuchs. Das war ein Fuchs. Jagdgebiet Krähe. Ne, da wollten wir eigentlich nicht hin. Das sind alles Krähen, das sieht man. So, da gehen wir mal zurück. Mal sehen, ob wir dann hier unten noch irgendwo eine Taube erwischen. Auf alle Fälle, wenn wir aus dem Dorf rausgehen, müssten wir ja noch welche finden. Eine einzige brauchst du noch. Es wird doch an der letzten Taube hier nicht scheitern. Ah, ich habe sie wieder aufgejagt. Das wäre sie gewesen. Gut. Aber egal. Wenn du denkst, dass sie gleich mal wieder zurückkommt, kannst du das auch vergessen. Gut. Wir gehen jetzt Richtung nach Hause. Da werden wir schon die letzte Taube noch schießen. Dann hätten wir zumindest, da vorne sitzt doch schon einer. Dann hätten wir zumindest diesen. Jetzt hat er mir die Taube verjagt. Gibt's ja nicht. Und noch einen Pfeil verschossen.
Gut, wir gehen jetzt nach Hause. So, leg schon mal einen Pfeil ein. Und wir werden jetzt auch wieder noch etwas auf die Jagd gehen und ein paar Wildschweine jagen. Da oben ist zum Beispiel schon wieder ein Vogel dort vorne. Seht ihr den Vogel? Das ist bestimmt eine Taube. Ich denke mal. Oder das ist eine Krähe. Ich tue schon mal. Das ist eine Krähe. So eine große Taube haben wir nicht. Ah, auch noch vorbeigeschossen. Wo ist jetzt mein Pfeil hin? Weg! Das ist eine Krähe. Die lassen wir sein. Nee, das ist keine Taube. Nein, das ist keine Taube. Wussten wir's. Na gut, nehmen wir trotzdem mit. Trotzdem aufgebrochen. Komm, gib uns die Krähe. Krähe schmecken wurscht. Krähen schmecken auch. Das wird er uns jetzt noch, die letzte Taube wird er noch, wird es dann noch hergeben. Dann werden wir doch noch mal nach hinten durchlaufen. Da hinten ist auf alle Fälle noch eine. Da müssen wir auch mal aufpassen, ob das Jagdgebiet, Taube, ob das noch, wo sind wir denn? Wir sind doch hier in Klonika. Da schauen wir mal unsere Wildsäders. Was haben wir? Die Tauben? Wenn die überhaupt hier angezeigt werden. Elchtaube, ja, das ist die Taube, alles klar. Also, das hier ist Taube. Also hier ist noch was vorhanden. Hier vorne auch, es sind auch noch Tauben. Also hier hinten ist auf alle Fälle noch eine Taube. Das hier sind Krähen. Also hier vorne müssen wir doch noch eine Taube finden. Oder hier hinten. Am Taubenschlag hier hinten. Müsst ihr doch noch eine finden. Wer hat doch gelacht, wenn wir hier hinten nicht noch eine Taube schießen. Eine noch, Freunde. Eine einzige brauchen wir noch. Ach ja. Da muss natürlich wieder hier langlatschen und uns die Tauben wegscheuchen. Hm.
Nee, jetzt hat er wieder einen Pfeil verschossen. Komm, nimm deinen Pfeil wieder mit. Jetzt schauen wir hier vorne noch, ob wir da noch was finden. Das gibt's ja gar nicht. Die eine Taube, die muss noch her. Jetzt bleibe ich hier mal auf kurzen Momente flower. Die müssen doch hier einen Taubenschlag zurückfliegen. Da oben ist doch eine. Erledigt. Gut. Unsere letzte Taube haben wir erlegt. Die nehmen wir mit. Die wird nochmal geschlachtet. Jetzt haben wir wenigstens diesen blöden Quest mit dieser Jagd. Die habe ich gar nicht so gerne. Aber haben wir relativ schnell abgeschlossen. Relativ schnell ging das. So, jetzt gehen wir Richtung nach Hause und schauen uns nach den Wildschweinen um. So, und dann müssen wir unsere Leute alle in Häuser bringen, zumindest. So, jetzt schalten wir mal unsere Jagdsicht ein. Die waren doch meistens hier oben, oder? Hier unten waren die Hirsche. Und hier oben waren dann meistens die Wildschweine. Da oben ist doch schon was, oder? Ist das? Ah, hier steht doch schon der erste Eber. Dummes Viech. Komm her. Ich halt mal gleich. Wir haben ja hier oben noch was gesehen. Da hinten steht doch der nächste. Und da hinten steht noch einer. Ich hoffe so mal, schauen wir mal auf unsere Jagdkarte, ob die Wildschweine, ja, die Wildschweine und die Eber haben wir erlegt. Da kann man jetzt in Ruhe hier die erstmal aufbrechen und ausschlachten. Da sind dann bloß noch ein paar Wölfe hier unterwegs. So, und da oben ist noch ein Eber. Da bringen wir auf alle Fälle mal wieder etwas Fleisch mit nach Hause. Und jetzt schauen wir uns nach den Wölfen um. Da unten, das ist keine, das ist ein Dachs. Das ist auch ein Dachs. Also, da gehen wir mal erstmal hier runter. Ich habe ja gesagt, ihr erlebt den Abend jetzt nicht. Mal sehen. Einen von euch muss ich jetzt erlegen. Ja, ja. Einen haben wir erlegt. Wo ist der zweite?
müsste hier unten irgendwo sein. Da steht dort hinten im Gebüsch. Du wirst deinen Pfeil sowieso nicht los. Da wusste ich's doch. Ach, den ersten Pfeil, den haben wir in den Hinterteil geschossen. Alles klar. Deswegen war er so aufgeregt. Gut, also, wir haben jetzt einen Hirsch geschossen, zwei Hirsche geschossen, drei Wildschweine. Und jetzt müssen wir bloß noch aufpassen, dass uns auf dem Nachhauseweg nicht noch irgendwo so ein Wolf platt macht. Also schalten wir nochmal unsere Jagdsicht ein. Denn die treiben sich meistens hier vorn bei den Lehmgruben rum. Hier sind nämlich auch noch Bären, die wir auch noch pflücken würden. Im Frühjahr, nee, das sind ja, wir haben ja Frühling, stimmt, da können wir stehen lassen, die Bären. Wir wollten die ja im Sommer pflücken. Im Frühling, die unreifen Bären brauchen wir nicht. Aber ist immer noch kein Wolf hier in der Nähe, oder? Ah, da hinten steht schon einer. Seht ihr den? Ich hatte es schon erlegt, mein Freund. Da hinten steht noch einer. Mein erster Pfeil ist wahrscheinlich vorbeigegangen, alles klar. Hole ich mir mein Eisenpfeil hier hinten. Und da oben ist der dritte. Das gibt's doch gar nicht, dass du den nicht triffst. Meine Eisenpfeile. Liegen die hier oben noch irgendwo? Tatsächlich. Vorbeigegangen. Na, das war eine relativ große Entfernung. Alles klar. So, jetzt suchen wir uns die unsere Jagdbeute noch zusammen. Und dann geht's nach Hause. Wo haben wir den jetzt? Da ist einer. Ach, die liegen alle drei hier, alles klar. Komm. Den nehmen wir noch auseinander. So, jetzt sind wir auf alle Fälle wieder etwas sicherer hier unterwegs. Zumindest bis zum Sommer. Und da hinten haben wir den dritten. So, und jetzt können wir zufrieden nach Hause gehen. Was waren jetzt schon wieder? Jetzt hat sich meine Windows-Taste wieder gemeldet. Ach ja. Wieder drauf gekommen mit einem dicken Daumen. So, meine Freunde, das war's. Jetzt geht's nach Hause. Wir haben unser Tagwerk vollbracht. Unseren Quest mit den Himmelsratten, den haben wir durch.
Wir haben das Gebiet hier von Wildschweinen und Wölfen gesäubert. Jetzt können wir zufrieden nach Hause gehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, inzwischen werde ich hier, das werde ich auch machen, das denke ich nicht nur, das werde ich auch machen, dass ich hier die ganze Produktion dann mir nochmal anschaue und dass ich unseren Leuten, die wir geholt haben, den gebe ich jetzt noch Unterkunft und eine Arbeit, damit das alles noch läuft, wie es laufen soll. Vor allem die Produktion muss ich mir nochmal eingehend anschauen, damit unsere Läger nicht zu voll werden. Alles klar, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.